Ja, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play in einem weiteren Spiel in World of Warcraft. Leider habe ich nicht die ganzen Aufnahmen gemacht und so weiter. Jetzt will ich damit anfangen, für euch eben auch Let's Plays in Sachen World of Warcraft, zu Deutsch die Welt der Kriegskunst, zu machen. Und ich bin hier mit meinem Mönch. Ihr seht es, und begebe mich nach Zul'Pharak in eine Instanz, Dungeon, je nachdem, wie man es auch nennen mag. Ich begebe mich gleich mal hier rein und bin auch schon drin in den Dungeon, in der Instanz, Ini, je nachdem, man kann alles, manche sagen Ini, manche sagen im Dungeon. Und ich bin mit meinen Mönchen unterwegs. Wie schon gesagt, der ist zwar nicht gut equipped und so, aber ich will hier mal was versuchen. Es waren lustige Zeiten früher damals mit meiner Ex-Freundin und mit noch Leuten aus meiner Gilde. Ja, die hat damals eine Gilde, eine eigene. Und jetzt will ich da mal was probieren. Der greift mich schon an. Es waren noch Zeiten hier, ich mach den mal schnell K.O. Moment. Schnell. Das Flaschen-Mojo, das können wir wegtun. Ist da noch ein Angreifer? Drum. Weg hier. Moment, den Mondbeerensaft können wir eigentlich auch raushauen. Es waren noch Zeiten, ich will euch die Geschichten ein bisschen erzählen, wie es uns damals gegangen ist. Ich habe angefangen mit World of Warcraft zu spielen. 4 Jahre nachdem es herausgekommen ist, weil ich wollte es nie spielen eigentlich. Und dann ist an dem Tag, wo ich eigentlich ein neues Spiel gesucht hätte für mich zu spielen, zu zocken, ist eben kein neues erschienen, was mich interessiert hätte. Dann habe ich gedacht, gut, jetzt probierst mal das Spiel hier, weil das ist ja 4 Jahre schon und ist immer noch aktuell gewesen damals und so. Dann habe ich es angefangen und wirklich gesuchtet. Also ich war wirklich süchtig nach dem Spiel, weil immer wieder was Neues entdecken, Berufe erlernen und. Man lernt neue Leute kennen und so weiter. War wirklich gigantisch, eine eigene Welt hier. Und ich war ja lange Zeit eben hier online, immer Tag und Nacht, 24 Stunden zum Teil, wenn ich Zeit gehabt habe. Hat mich das so fasziniert, das Spiel und so. War schon eine geile Zeit irgendwie, aber dann mit der Freundin eben dazu gekommen. Sie hat gesagt, ja, wie kann man das Spiel spielen und so weiter. Und dann habe ich sie auch noch dazu gebracht, mit dem Jäger zu angeln. Ich habe den dann erstellt für sie und habe gesagt, hey, sie soll mal hier angeln. Ich brauche die Fische hier und so. Und dann, ich muss schnell in die Arbeit. Ob sie nicht das schnell machen würde. Dann hat sie eben die Angel genommen und hat das gemacht für mich. Danke an dieser Stelle eben. Und Momentchen. Meine Katze immer muss immer vor der Nase vorbeilaufen. Jedenfalls. Und dann hat sie am nächsten Tag wieder angeln wollen und so weiter. Und dann hat sie den Jäger eben spielen wollen. Und dann, wir hatten ja nur einen Computer und so. Und dann ging es ja los mit der, mit dem Spiel. Haben wir einen zweiten Computer gekauft, zweite Account und so weiter. Und dann hat sie eben auch angefangen und wir haben zusammen gespielt und so. Eine eigene Gilde aufgebaut und dann sind wir mit der Gilde eben da rein. Und das war so lustig. Wir waren ja damals Stufe 60 oder so. Bei Burning Crusade, der zweite Erweiterung, wo es gegeben hat. Und wir standen hier, wollten wir einfach mal versuchen, Zul'Pharak eben. Einfach zum Spaß und so.
Stufe 60, glaube ich, waren wir. Und die waren 48. Wollten wir zu dritt eben versuchen. Eins, zwei. Ne, zu viert waren wir. Zu viert. Mit dem Krieger und so. Jetzt laufen wir so durch und eine ist natürlich abhanden gekommen. Ja, dann die ganze Ini hier gepult. Und wir standen hier und haben sie gesucht. Wo ist sie denn? Die kann doch nicht so weit sein. Und sie hat uns gesucht eben, weil sie weggekommen ist. Ist hier rum, die ganze Strecke hier auf der Minimap zum Beispiel hier rum und hat alles gepult. So ist sie rum, links rum irgendwie oder was. Ist dann vorbei gelaufen, dann haben wir gesagt, ey, du bist ja hier, übers TS und so. Hey, du bist ja hier vorbeigelaufen gerade. Und dann hat sie gesagt, ja, ich kann jetzt nicht zurück, hier verfolgen mich welche und so weiter. Und dann sind die ganzen Mobs hier, ein paar Minuten später sind die in Scharen hier vorbei. Es war ein Bild, richtig gigantisch und richtig lustig. Wir haben uns so tot gelacht. Dann wollten wir sie ihr helfen, sondern sind wir alle gestorben eben. Wir sind alle draufgegangen, weil wir eben gemeint haben, ja, das schaffen wir schon irgendwie. Aber nichts zu machen. Aber das war so lustig, die Zeit. Und deswegen will ich jetzt mal hier das erste Let's Play hier starten. Vielleicht habt ihr auch so schöne Geschichten, was ihr hier erlebt habt. Dann könnt ihr ja mir schreiben, das in die Kommentare. Würde mich freuen. So. Gut, Moment. Erst noch schnell husten. Ich schalte das Mikrofon wieder ab. Und dann schnell noch einen Schluck trinken. Momentchen. So, und dann kann's losgehen. Seid ihr bereit? Okay, ich fange hier an zu pullen, dann diese. Die tun wir gleich mal weg. Wir pullen jetzt die ganze Ine mal. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt. Ich habe eine Stufe 90, ich habe das noch nie probiert. Normal müsste es gehen. Die lade ich jetzt alle ein zu einer Riesenparty. Kommt, Leute. Oh, das war schon mal scheiße. Okay. Und schnell hier durch. Die müssen wir noch mitnehmen. Machen wir. Komm, 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 komm. Jeder darf mitkommen. Da hinten haben wir einen vergessen oder so. Den nehmen wir natürlich auch mit. Es wird heftig, das kann ich versprechen. Den haben wir. Die, komm, 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 komm. Die nehmen wir mit. So, jetzt sind schon ordentlich viele. Das wird ein Riesenspaß. Die nehmen wir mit. Kommt nur, meine Freunde. Verfehlt, die verfehlen alles. Das ist sehr gut. Jetzt müssen wir genau da vorbeirutschen. Die kommen, jawohl. Minus 23, das ist heftig. Schaden. Kommt, meine Freunde, kommt. Es gibt eine Riesenparty. Oh, das wird ein Riesenspaß. Wollt ihr auch zu der Party kommen?
Und kommt, meine Freunde, kommt. Die nehmen wir auch mit. Alle sind herzlich eingeladen zu dieser Riesen. Er wandelt. Nein. Ich habe mich. Nein. Das ist natürlich jetzt scheiße. So, wir müssen hier raus. Die müssen wir auch mitnehmen. Sind ja auch Freunde. Die kommen wahrscheinlich nicht mehr von den verzauberten Fröschen raus. Ach nee, bitte. Wird schon mal lustig werden. Nein. Ein bisschen noch. So. Gleich mal hochheilen hier. Kommt die? Ich glaube schon. Nehmen wir die noch mit. Ihr wollt doch alle auf die Party, ich weiß es doch. Es wird richtig lustig. Und so ist die vorbeigezogen mit den ganzen Leuten. Sie ist auf dem Reittier komischerweise gesessen. Dass die so lange auf dem Reittier gesessen hat, das ist schon seltsam gewesen. Nee, ich wollte sie nicht sterben. Wollte. Party. Juhu. Ging es hier rauf, oder? Hier waren noch welche. Sollen wir den Boss auch mitnehmen? Oh, der kommt! Der Boss kommt. Oh, Scheiße. Nicht fröscheln. Es ist jetzt. Jetzt müssen wir erst wieder rauskommen von der Scheiße. Jetzt haben wir die Gift. Sind wir da? Da müssen wir lang. Kommt, meine Freunde. Ich bin's. Extreme. Ja, es geht eigentlich. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Wird ein riesen Spaß. Oh, oh. Geil. Das Bild. Yeah.
So, wir müssen hier irgendwie raus. Weg. So. Nur noch die hier. Und dann haben wir sie alle. Und dann kann der Spaß losgehen. Betäubt, gefröstelt. Ein Riesenspaß, yeah! So, jetzt alle hier. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen wollte. Und so sah das denn aus, nur damit die Gegner eben nicht dort gelegen sind. So, jetzt müssen wir die plündern. Das ist geil. Das können wir wegschmeißen. Das können wir auch wegschmeißen. Ist schon geil. Inventar ist voll. Ja, ist ja klar. Ist doch mal was Schönes plündern. Plündern. Der ist jetzt hingekommen. Da kommt noch ein Einzelner. Inventar ist voll. Das Räucherstick brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das auch nicht. Das hebe ich mal auf. Hier das Mondbeerensaft hier. Hat man früher gebraucht, den Fläschchen Mojo. Cool. Jetzt ist aber der Boss nicht dabei gewesen, oder? Der ist wieder, hat er wieder zurückgezogen. Das ist nur noch die Quest da drin. Genau. Und die hatten wir ja schon. Ist da auch noch einer? Nee. Aber so sah das ungefähr aus dann, wie sie da vorbeigewandert ist mit den ganzen Leuten. Und wir waren ja noch kleinere Stufe. Jetzt geht Stufe 60 oder so. Und jetzt gibt es ja schon Stufe 90. Und deswegen haben wir mal gedacht, ich mache das einfach mal schnell für ein... Aha, hier ist auch noch einer. Gut. Gab es nicht hier dann auch noch welche? Stimmt.
Wir hätten natürlich die Kissen. Männchen. Die Särge auch aufmachen können noch und so. Hier sind auch noch Gegner drin. Aber da war ich jetzt zu faul. So, jetzt können wir uns noch zu den Bossen begeben. Hier ist einer. Hier die Kiste noch. So, jetzt können wir wieder entleeren. So, ein Schweißfläschchen, Moja. So. Dann war hier der Boss. Warum ist der nicht mitgekommen? Das weiß ich jetzt nicht. Wo ging es da rauf? Hier links. Und das war jetzt schon ein Riesenspaß hier. Mit den ganzen Leuten als super Bild. Der ist nicht mitgekommen. Da ist der Boss noch drin. Ich dachte, der kommt dann voll mit. Das nehmen wir jetzt nicht mit, das auch nicht. Da wissen wir schon, okay. Ich brauche ein Ziel. So, jetzt. Hoch aufs Metallross und gehen wir gleich zu dem nächsten Boss über. So sah's in Zul'Farak aus. Die kleinen Stufen, die wir es noch nicht wissen. Und musste man hier dann hoch. Den killen. Dann die Tür offen. Opening. Und dann kamen hier die Gegner. So weit sind wir damals nicht gekommen. Und da warten sie schon. Schöne Lederhosen. Und dann. Und der Zwerg müsste eigentlich jetzt die Tür öffnen, wenn ich es nicht verbaut habe, weil der muss ja am Leben bleiben hier. Die Tür aufsprengen. Kann ich euch helfen? Den könnte man auch noch killen. Was kann ich für euch tun? Jo. Erst helfen wir ihnen, dann killen wir sie. Ich kann nicht mehr tragen. Man tut es doch weg hier. Dann kannst du das wegtun. Den Seidenstoff brauchen wir auch nicht und dieses hier auch nicht. So. Jetzt müsste die Tür offen sein. Genau.
Hier ging es dann hoch. Diese Wüste ist mein Sandwüter. Gut. Wir haben noch mal eh nichts Vernünftiges dabei. Und dann gehen wir hier runter. No. Gut. So, dann kommt der nächste und zugleich der letzte Boss, der aus dem Wasser kommt. Man muss dazu nur die Glocke schlagen. Hier ist. Und da kommt er. Thriller. Ein Überlebender oder Überlebende. Inventar ist voll. Okay, brauchen wir nicht mehr. So, wir haben mal unser Zeugs erfüllt hier. So, dann können wir wieder rausgehen. Sich doch gelohnt jetzt. Zulfarak. Hey. Ist auch noch einer über. Na, komm her. Wer weiß, vielleicht hätte uns der das Leben gekostet, wenn der noch dabei gewesen wäre. Der Einzelne? Nee. Aber war mal ein Speedrun. Und wir haben natürlich einige Sachen erbeutet. Die kommen für 1 Gold, 1 Gold, 2 Gold. Ja, ein bisschen Rep kosten. Oder mehr. Oh. Mists of Pandaria. Aber wir sind in Zulfarak eben gewesen. Tanaris. Und fliegen wir schnell nach Tanaris noch. So noch. Zu der. Zum kleinen Dorf. Gardgezaun. Da drüben, wie man sieht. Anaris. So. Wo ist der? Hier gibt es auch noch einen, wie ich gesehen habe. Ist er. Da müssen wir her. Was liegt an? Was liegt an? Rep kosten 4 Gold. Oh. 1,30. 2,3. Ja, dann können wir schon hinkommen. Es hängt ein bisschen. Und hier auch noch. Heiltränke. Und so weiter. Die Sachen werde ich dann ins AHA stellen. Die Zeit braucht ihr ja nicht dabei zu sein, außer ihr wollt es sehen. Keine Ahnung. Aber weiß ja jeder selber, wie es geht. Und wir sehen uns bald wieder im nächsten Let's Play. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Let's Play in World of Warcraft, die Welt der Kriegskunst auf Deutsch, und wir sehen uns auch in weiteren Let's Plays, wie zum Beispiel Diablo. Bin noch am Überlegen, ob ich eben das nicht zusammenfassen soll oder ähnliches, keine Ahnung, überlege ich noch ständig.
eben Jäger, Mönch und so weiter, oder ob das so passt, wollt ihr so sehen, wie es jetzt ist mit Diablo, dass jede Klasse extra ist, oder eine komplette Folge, können wir alles machen, wie ihr wollt, schreibt es einfach in die Kommentare und ich freue mich im nächsten Video euch wieder dabei zu haben. Bis dahin, ciao, euer Xtreme. Ciao.